Große Investoren nutzen gerne Algorithmen und künstliche Intelligenz, um an der Börse erfolgreich zu sein. Privatanleger haben da oft das Nachsehen, das denkt man zumindest. Stimmt gar nicht, sagt mein heutiger Gast, der Portfolio-Manager André Stagge. André, grüß dich. Hallo Manuel, es hat sich unglaublich viel getan, auch beim algorithmischen Trading, was früher nur vor 20 Jahren bei Institutionellen möglich war, geht heute auch für die Privaten, man muss einfach nur wissen wie. Das besprechen wir gleich, wie das funktioniert, heute bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Und dann steigen wir gleich mal ein, André. Was ist denn überhaupt Algo-Trading? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, algorithmisches Trading bedeutet einfach, dass ein Computer, eine Software die Arbeit macht. Das bedeutet, du musst nicht als Händler manuell vor den Monitor setzen, du hast eben nicht die psychologischen Anforderungen, sondern das macht eine Software und damit kann man sich nicht nur Zeit sparen, sondern vor allen Dingen auch Emotionen. Ist das auch was für Institutionelle und auch für Privatanleger? Früher war es den Institutionellen vorbehalten, das bedeutet, früher brauchtest du große Rechenzentren, du musstest ganz dicht an der Börse sein und es konnte nur ein ganz kleiner Kreis von diesen algorithmischen Möglichkeiten profitieren. Heute aufgrund der Technologisierung und der Digitalisierung ist es für jeden möglich, mit einer einfachen Software zum Hausgebrauch quasi auch von solchen Algorithmen zu profitieren und an der Börse Geld zu verdienen, ohne wirklich am Markt händisch aktiv werden zu müssen. Was für eine Hard- und was für eine Software braucht man denn? Auch da hat sich unglaublich viel getan. Heute können unsere Handys ja schon zum Mond fliegen. Das heißt, von der Hardware brauchst du eigentlich nur einen Server. Es lohnt sich nicht, das Ganze auf deinem Computer zu Hause zu betreiben, weil wenn da mal ein Stromausfall ist, ist es natürlich gefährlich, wenn du an den Finanzmärkten unterwegs bist. Von der Software ist es schon etwas komplizierter. Es gibt hier verschiedene Programme, unter anderem zum Beispiel den MetaTrader. Den kannst du ganz konkret dafür nutzen. Der ist sogar kostenlos. Du musst dann eben nur die richtige Software programmieren, die für dich eben optimal an der Börse agiert. Wir sprechen gleich über mehr Details, jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare starte Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, auch zum Thema Algo-Trading, dann schaut einfach auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Tradinghaus Börsenakademie. Und André, du gibst auch so ein Webinar am 29. Juni, automatisierte Handelsstrategien. Was wird da genau vermittelt? Genau, da gehen wir nochmal tiefer ins Detail, weil das Thema ja doch schon relativ komplex ist und ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, wie ein Algorithmus arbeitet. Und konkret werden wir in diesem Webinar Strategien vorstellen und eben auch die Software, die diese Strategien vollautomatisiert umsetzt, sodass der Anwender überhaupt gar keinen Zeitaufwand mehr hat. Für wen ist das was? Muss man Profi sein oder ist das auch was für Einsteiger? Definitiv auch für Einsteiger gedacht. Es ist auch eine gute Idee, wenn du zum Beispiel ein klassisches Investmentportfolio hast, einfach so einen Algorithmus raufzuschalten, weil der marktneutral agiert. Also völlig unabhängig von der Börse, ob die Kurse steigen oder fallen, da auch Gewinne erzielen kann und das eine gute Diversifikation gibt. Und ist das wirklich kostenlos oder gibt es noch versteckte Kosten durch die Hintertür? Völlig kostenlos, einfach anmelden und dabei sein und von dem Wissen profitieren. Wunderbar, danke dir André. Am 1. Juli gibt es auch noch ein zweites Webinar, Börse für Einsteiger, für jeden, der erfolgreich an der Börse agieren möchte, mit Wolf Dreistein und Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Wenn ich jetzt also Algo-Trading interessant finde, wie finde ich da überhaupt den Einstieg? Ja, das Webinar wird dir natürlich helfen, da reinzukommen. Es ist ein sehr komplexes Thema am Anfang. Wie immer, wenn man es kann, wird es relativ einfach. Und schau dir das im Webinar mal an. Da geht es um die konkreten Strategien, wie gesagt, und um auch die Software. Sonst gibt es natürlich im Internet unglaublich viele Möglichkeiten. Aber wenn du nicht gerade Programmierer bist, ist es doch eine ganz andere Welt. Und da lohnt es sich eben auch hier, von dem Wissen von anderen zu profitieren. Wie lange dauert das ungefähr, bis man so durch diese Strategien durchsteigt und man das auch wirklich anwenden kann? Also das eigentliche Verständnis ist relativ einfach und auch die Anwendung der Software ist relativ leicht. Innerhalb von 15 Minuten kannst du die Strategien verstehen und dann tatsächlich auch anwenden. Ich glaube, was halt sehr komplex ist, alles selber machen zu wollen, das ist ähnlich auch wie deinem Windows-Computer. Du kannst natürlich Windows einfach nutzen, aber die Software selber zu programmieren ist natürlich unglaublich viel Arbeit. Jetzt wollen viele bestimmt wissen, was kostet das? Welche Kosten entstehen? Also wenn man das normal betreibt, braucht man natürlich die Software, muss da Kosten zahlen, man muss sich die Kurse, die Daten einfach besorgen, man braucht auch einen Server, auf dem man das hostet. Also wenn man das alleine macht, kann es mal locker 100 bis 200 Euro im Monat kosten. Die Software, die wir anbieten, ist deutlich günstiger, da gibt es verschiedene Pakete und wie die genau designt sind, das wollen wir im Angebot natürlich auch im Webinar dann besprechen. André, danke dir für diesen Einblick in die Welt des Algo-Tradings und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war Inside Markets X für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder in der kommenden Woche. Happy Friday! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X,
ein Partner der Finance School of Trading.